Ja, so, hallo Leute. Servus Leute. Wir machen mal wieder ein Review, heute mal wieder zu zweit. Und zwar ein Takeaway, und zwar ein Takeaway Mango. Maracuja haben wir auch noch und da wird dann das Review auch demnächst kommen. Ich denke mal so diese Woche noch. Und ja, achso, Takeaway, was gibt's zu sagen? Ziemlich günstiger Tabak, wie wahrscheinlich alle wissen werden. 3,85 € für 50 Gramm. Die Verpackung finde ich sehr schön. Die hat so ein bisschen den Fumari-Verpackungsstyle, also direkt im Zipper, sehr praktisch. Man muss den Tabak nicht umfüllen, also keine Sauerei. Und kein Verlust an Tabak? Ja, und man verliert keinen Tabak. Der kommt einfach direkt im Zipper. Und ja, eben sehr praktisch. Der Tabak hat einen relativ feinen Schnitt. Gut, man sieht es jetzt nicht. Hier nochmal die OVP. Wobei die OVP, da haben sie immer die gleichen Zipper und vorne dann halt nur den Aufkleber mit der also Mango drauf. Einfach wie beim Dubaku eben damals auch, einfach hier diesen kleinen Aufkleber drauf gemacht für die verschiedenen Sorten. Und die Verpackung an sich ist eben immer dieselbe. Ja, zum Schnitt und zur Feuchtigkeit kann man sagen, der Schnitt ist relativ fein, also auf jeden Fall gut für den Kopfbau und der Tabak ist auch ziemlich feucht, so, also passt. Wir haben ja auch noch eine Mango aufgeschnitten, weil ich esse in letzter Zeit ziemlich gern und ziemlich viel Mango, deswegen denke ich, können wir es ganz gut vergleichen. Und der Tabak riecht nach der typischen Shisha-Mango, erinnert mich an Nakla. Und ja, riecht intensiv und eben ganz typisch nach der Shisha-Mango eben. Wobei er halt auch schon nicht mehr so riecht, wie die Mango schmeckt oder wie sie auch riecht. Nee, also es riecht ganz anders als eine Mango. Eine Mango schmeckt nicht so krass intensiv, aber süß und ziemlich lecker, finde ich. Wobei von der Süße riecht das sogar fast ähnlich. Schmeckt eigentlich, also Mango schmeckt doch, je nachdem, wie reif sie eben ist, aber die schmeckt jetzt doch ziemlich intensiv, die Mango. Sehr lecker, schön süß, fruchtig. Also, wenn der Tabak so schmecken würde, wäre er auf jeden Fall ziemlich geil. Vom Geruch kann ich da keine große Gemeinsamkeit erkennen zwischen Geschmack von der richtigen Mango und dem Geruch vom Tabak. Ja, er hat was Süßes, was Säuerliches und riecht eben nach dieser typischen Shisha-Mango, also nicht so wirklich definierbar. Unser Setup, wir rauchen in der NPS, Kaya Vortex, 4 halbe Prikos haben wir gerade drauf, weil der Tabak irgendwie zurzeit ein bisschen viel Hitze braucht. Und heute sind unsere neuen Elmas Lederschläuche gekommen, dass man das auch gleich mal sagen kann. Also von der Schlauchqualität an sich, das Ziegenleder ist wirklich sehr, sehr schön, richtig schön weich und flexibel, also wirklich genial eigentlich. Die Griffstücke sind gut verarbeitet, also da kann man eigentlich nichts sagen. Hier vorne ist noch so, sieht aus wie eingebrannt oder so, Elmas Nargile. Und ja, eigentlich sehr schön, relativ lang und ja, ganz gemütlich zum Rauchen. Naja, ich mache da ja ein extra Video noch drüber. Ja, die Schläuche sind noch nicht modifiziert, also noch im Originalzustand, die sind erst gerade eben gekommen. Und die werden wir ja, mit dem Tabak bestellen. Elmas auch. Ja, der Tabak kommt auch von Elmas. Und die Schläuche werden jetzt nächste Woche dann noch modifiziert nach der Anleitung von Kaschmir Hans, dass wir eben das PVC-Rohr in den Schlauch in das Griffstück einziehen, weil er eben diese Pappe eben drin die Feuchtigkeit sonst zieht. Und ja. Zum Tabak. Also ich finde gerade bei der Anbauphase hat er echt so geschmeckt, als würde man irgendwie, also so typisch nach Shisha, weil man am Anfang erstmal Shisha raucht, so als wie also, der Shisha-Bar. Ja, der Tabak schmeckt einfach typisch Shisha-Bar-mäßig, schmeckt einfach nach dieser Mango, die auch oft in den arabischen Ländern ganz gern eigentlich geraucht wird in den Shisha-Bars und so. Schmeckt, finde ich, einfach wie der Nakla-Mango. Weil ich finde, der wird gerade echt viel besser. Also am Anfang war er richtig unangenehm, beim Ausatmen vor allem. Jetzt gerade geht es eigentlich ganz gut. Also er ist auf jeden Fall gut zu rauchen, er drückt nicht, so wie es der Dubaku doch ganz gern gemacht hat. Der Geschmack ist intensiv auf jeden Fall. Es schmeckt nicht nach Mango
würde ich mal sagen. Also die richtige Mango schmeckt anders. Gut, es gibt auch verschiedene Mangoarten noch, aber diese ganz normale Mango, die man so im Supermarkt kaufen kann, schmeckt anders auf jeden Fall. Wobei, jetzt irgendwie schon ein bisschen Ähnlichkeit. So im Nachgeschmack oder beziehungsweise im Abgang. Doch, der wird jetzt gerade echt besser, finde ich. Also ja, der Geschmack ändert sich ein bisschen jetzt gerade. So im Abgang hat er doch was Mangomäßiges auch hier vom Original so, sozusagen. Von dem her ist der Abgang eigentlich ganz gut getroffen, wobei er halt immer noch relativ künstlich schmeckt. Rauch kann man nicht meckern, also der Tabak ist feucht. Es geht weit, ist auch nicht der ideale Kopf dafür. Oder was meinst du? Also da kann man auf gar keinen Fall meckern. Ich würde sagen, rauchmäßig 8,5 von 10 Punkten. Und ja, würde ich schon geben. Also er raucht doch gut. Und ja, im Geschmack würde ich 7,5 bis 8 Punkte geben. Man kann ihn gut rauchen, er drückt nicht, er kratzt nicht. Schnitt und Feuchtigkeit sind gut, er ist sehr billig. Also wenn man auf Mango steht, kann man ihn auf jeden Fall mal mitbestellen für 3,85 Euro. Also vom Geschmack her finde ich ihn eigentlich jetzt auch ganz gut. Wobei er zum Rauchen. Also ich weiß jetzt nicht gerade, ob es an mir liegt, aber so im Abgang spüre ich es halt doch noch beim Ausatmen. So nicht, so richtig, nicht so richtig kratzig. Es geht so. Ja, ganz so angenehm. Es hat so ein bisschen den Touch von, man denkt, es ist so gerade im Anfangsstadium vom Anbrennen vielleicht. Aber das hat Mangotabak, finde ich, oft, beziehungsweise hatte jeder Mangotabak bis jetzt, den ich geraucht habe. Und er erinnert eben sehr stark an den Nakla. Schmeckt eigentlich wie der Nakla. Einen direkten Vergleich habe ich jetzt nicht. Kann man aber eigentlich nicht meckern. Also ist halt ein traditioneller Mango-Tabak vom Geschmack her. Mit gutem Schnitt und guter Feuchtigkeit zu einem billigen Preis. Also Preis-Leistung ist echt eigentlich top. Ja. Also bis jetzt die Takeaways kann man nichts sagen. Die rauchen gut, die schmecken relativ intensiv. Falsch machen kann man damit nichts. So 50 Gramm kann man auf jeden Fall mitbestellen zum Probieren. Die Verpackung gefällt mir sehr gut. Es gibt keinen anderen Hersteller, der den 50 Gramm so eine geile Verpackung hat, finde ich. Ja, das war praktisch. Und ja, ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon. Eigentlich alles gesagt. Raucht gut, schmeckt intensiv. Typische Shisha-Mango eben. Kann man auf jeden Fall rauchen. Nichts Besonderes, auch wenn es. Nee, nichts Besonderes, aber kann man immer mal so einen Kopf hauen. Das geht eigentlich schon. Von dem her würde ich eine Kaufempfehlung geben, wenn ihr Mango mögt und einfach mal was Neues ausprobieren wollt. Und ja, das war es eigentlich dazu. Wie gesagt, zu den Schläuchen kommt wahrscheinlich noch ein extra Video. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wieder Takeaway, wie gesagt Maracuja. Und ja, ciao. Tschüssle.